das Geheimnis ist, dass wir nicht Geschäftspartner sind in dem Sinne oder nur ein bisschen Geschäftspartner, aber hauptsächlich Freunde. Wir drei stehen am Eingang, wir machen das und sagen gleich von vornherein allen Leuten Hallo. Das ist eine kleine Geste. Wir haben gesagt, wir möchten das alles ein bisschen anders machen, vielleicht wie bei anderen Museen. Wir möchten es persönlicher machen. Die Geste ist nicht nur ein Ritual, sondern sie ist auch Ausdruck unseres Grundverständnisses. Jeder ist bei uns willkommen, es ist ein offenes Haus und alle Gäste sind gleichwertig. Dies ist unser Gründungsraum. Hier haben wir drei Partner zum ersten Mal zusammengesessen und haben sozusagen die Idee entwickelt, doch nach der ersten Ausstellung im Jahr 2000 weiterzumachen. Also es überrascht mich, dass das so groß geworden ist. Also so wie wir angefangen haben, ich dachte, wir machen dann vielleicht ein, zweimal im Jahr eine Ausstellung an irgendeinem Ort. Gucken wir mal, so hatten wir ja angefangen. Und in der Linienstraße war das ja auch so relativ überschaubar, zwei Stockwerke erst. Und irgendwann hat sich das so verselbstständigt, weil dann Fotografen auf einmal angefragt haben und dann wurden die Ausstellungen größer und jetzt natürlich mit dem Postfuhramt. Keiner von uns dreien wusste, was für ein Apparat, muss man sagen, daraus entstand. 40 festangestellte Mitarbeiter, die ganzen Strukturthemen, die kulturpolitische Bedeutung, all das wussten wir nicht. Ich sag mal, zum Glück wussten wir es nicht. Das Schöne ist ja, dass man eigentlich nur zusammen entschieden hatte, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Und dieser Weg eigentlich geprägt war von einem Verständnis von Qualität sicherlich, aber auch ein Verständnis von Anspruch und von Haltung. Wir verstehen uns als Ausstellungsforum, als internationales Ausstellungsforum, als Forum für visuelle Dialoge, weil wir natürlich auch immer versuchen, unsere beiden anderen Disziplinen, die Kompetenz meiner Gründungspartner, Design und Architektur, mit hineinzubringen. Wir machen Gesprächsreihen, wir machen diese CO-Lectures. Das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht nur mit Scheuklappen sagen, also Fotografie ist das, was uns interessiert, sondern versuchen, Verbindungen herzustellen zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Wir sind kein Museum, wir sind aber auch keine Galerie, sondern wir sind etwas völlig Neues, auch nach 10 Jahren immer noch, was die Leute nicht einordnen können und dafür gibt es kein Wort. Und woher sollen die Leute wissen, was wir sind? Wir sind auch keine Institution. Also ich wüsste es selber schwer zu beschreiben. Wir sind ein Ausstellungshaus. Ehrt einen eigentlich, dass dieser Schwerpunkt Fotografie heute deutlich gesehen wird. Und wer sich näher mit uns beschäftigt, sieht das dann, dass es einfach noch viel vielschichtiger im Hintergrund ist und noch viel, viel mehr Facetten hat und viel mehr Ebenen. Es war eben auch vor allem die Idee, neue Inspirationen zu finden und für die Kinder ganz vielschichtige und umfassende Sachen anzubieten. Also von Buchillustration über jetzt heute Architekturworkshop. Es wird auch ein bisschen was Theoretischeres geben. Es gibt auch einen Workshop, der wird von einer Medienpädagogin, Kunstpädagogin angeboten, sodass die Kinder auch oft mit den Ausstellungen direkt konfrontiert sind und dazu arbeiten können. Die Sache selbst hat sich ja unglaublich entwickelt. In diesen 5 Jahren, glaube ich, machen wir das jetzt zusammen.
Und das, da haben sich zwei getroffen, zwei Institutionen, sage ich mal, CO-Galerie und Berlinale, die dieselbe Denke haben und denselben Ansatz. Die Kinder, das ist unser Publikum von morgen. Wenn wir die nicht ganz früh auch interessieren für Bilder, für Kultur, für unsere visuelle Welt, werden die später nie in solche Häuser gehen wie unseres, nie in Galerien oder Museen. Immer ein Spagat zwischen Inhalt und Pop. Und das ist, glaube ich, die Brücke, an der wir seit Jahren stricken. Annie Leibovitz war ein tolles Kompliment von Berlin für uns, dass das so angenommen wurde, das Projekt. Das hat ja zwei Facetten gehabt. Zum einen haben wir gesehen, was unsere Institution leisten kann und wie die Wahrnehmung oder das Feedback in der Stadt ist. Das heißt, es hat sich ganz klar gezeigt, für so eine Institution wie CO Berlin ist Raum und Platz und Bedarf in dieser Stadt. Die Eröffnung selbst war so fulminant mit über 4.500 Besuchern. Sie war grenzwertig und wir haben danach auch direkt Dinge umorganisieren müssen, dass es nie mehr so voll hier wird in den Räumen. Aber dass dann über einen so langen Zeitraum, über 2.5 Monate, jeden Tag, 7 Tage die Woche, 1.200 Besucher die Ausstellung besucht haben, das war einfach überwältigend. Die Leute stehen Schlange vor einer Ausstellung, die man selber versucht hat, wo man alles dafür getan hat. Und dann steht man morgens davor und da fährt mit dem Auto vorbei und denkt, das kann doch alles nicht wahr sein, das ist der Wahnsinn. Besonders macht, ist das Team, die Menschen. Wir haben mittlerweile über 40 Mitarbeiter und wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, nicht mit Arbeitsplatzvermittlern zusammenzuarbeiten, sondern wirklich unser eigenes Team zu fördern, zu entwickeln, auszubilden. Ich möchte eigentlich dieses Mal also überhaupt keine Retrospektive machen bei CO, sondern wir stellen praktisch nur praktisch nicht gesehene, also auf jeden Fall in Berlin nicht gesehene Fotos aus. Und die Räume, also die irgendwie, die verlangen auch nach einer bestimmten Art von Fotos. Ne? Und ich habe also ganz viele Fotos auf der Straße gemacht. Die nennen wir so On Street, unser Codewort hier bei uns im Archiv. Und die haben wir also jetzt rausgekramt, und weil die da eigentlich ganz schön hinpassen. Die sind also auch ein bisschen rüde und ein bisschen nicht so poliert. Und das passt eigentlich wunderschön in CO. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir immer noch drei Freunde sind.